So, wir machen mal sauber. So, wenn ihr jetzt Sichtprobleme habt, dann ist es euer Rechner oder euer Bildschirm. Ich bin sauber. So, jetzt mache ich mal den YouTube Creator Day Sticker drauf, den ich vom Dom von den Bayerischen Freaks auf dem letzten YouTuber-Treffen gekriegt habe. Ich habe keinen mehr ergattert, er war so nett und hat ihn mir überlassen. Wo machen wir den hin? Den machen wir jetzt da hin auf meinen Laptop. Jetzt aber ganz vorsichtig, keine Blasen. Weil bei dem Play-Button habe ich Blasen gekriegt. So. 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 Wunderschön. Ich bin James Knopf selbst und das ist mein Kanal. Ein ganz anderes Video, naja, ganz anders. Ich weiß nicht, ob das schon so eine Art Vlog wird. Ich mache ja Vlog sowas nicht, sowas sonst normalerweise nicht. Ich wollte euch noch mal noch kurz was erzählen. Und zwar, es gibt ja ganz, ganz viele, die aktuell auf YouTube sagen, YouTube sei kaputt und irgendwas tut nicht richtig mit den Abos und so weiter. Ich sag, mein Jahr war sehr gut. Ich habe im letzten Jahr von den 4 Jahren, wo ich jetzt schon YouTube mache, ich glaube so um die 1600 Abonnenten gewonnen. Da seid ihr jetzt dabei. Ich freue mich darüber, freue mich aber auch über die ganz Alteingesessenen, die mir schon ewig folgen. Aber was ich euch sagen wollte, und zwar sollte bei euch das mit der YouTube-Benachrichtigung nicht so richtig funktionieren. Ja? Dann könnt ihr mir auch auf Twitter folgen. Und zwar, da heiße ich @james_k_selbst. Und bei Instagram habe ich auch einen Account. Da muss ich jetzt selber schauen, wie der heißt. Weil irgendwie, ich bin nicht so dieser Social-Media-Typ, habe ich festgestellt. Und zwar bei Instagram heiße ich knopfselbst. Also wenn ihr Lust habt, mir da zu folgen, dann braucht ihr das ja nur aufs Handy runterladen und euch da mal anzumelden. Kriegt ihr einen Usernamen und dann könnt ihr mir auch was schreiben oder ihr kriegt auf Twitter zum Beispiel mit, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird. Und deswegen erwähne ich Twitter auch, weil bei Twitter funktioniert das automatisch. Also wenn ich ein Video freischalte, dann geht automatisch eine Message an Twitter raus, dass ich ein neues Video habe. Das heißt, sollten bei euch diese ganzen Inbox-Geschichten und die E-Mails zu den neuen Videos nicht funktionieren, könnt ihr euch darüber behelfen, dann kriegt ihr immer einen Tweet quasi von mir, wenn ein neues Video da ist. Normalerweise machen wir das ja immer freitags, oder mache ich es am Freitag immer und schalte es dann frei. Ab und zu mal kommt was am Donnerstag, wenn ich was für die Videoecke habe oder so, oder irgendwas aus der Reihe, wenn mich mal jemand was fragt und ich habe Zeit, so wie bei den Teufelboxen. Da hat man ja einige Anfragen, wo ich dann nochmal 2 Videos einfach ganz schnell nachgeschoben habe aus der Reihe. Ja, genau. So. Also was ich auch noch versucht habe, war mal Snapchat. Damit komme ich gar nicht zurecht irgendwie. Ich glaube, da bin ich schon zu alt dafür. Oder Facebook, muss ich sagen, jetzt irgendwie. Da habe ich auch einen Account, aber den benutze ich so gut wie gar nie. Also am besten, wenn ihr mir folgen wollt, dann macht ihr das über Twitter oder über Instagram. Es sei denn, jetzt kommt eine Riesenwelle und die sagen alle, was? Oh, du bist auf Facebook und ich habe dich nicht abonniert oder folge dir nicht. Lasst es einfach mal unten in den Kommentaren da, dann weiß ich, wo ich mich ungefähr engagieren sollte oder wo es für euch die breiteste Zustimmung gibt. Also ich finde Twitter eigentlich echt gut. Das ist sehr kurz und kompakt und lässt für mich alles offen. Kann man auch mal von zwischendurch, von unterwegs, irgendein Foto schicken oder sowas. Das mache ich auch gelegentlich. Ja,
Da würdet ihr dann auch sonst neben den Videos was von mir sehen. Gut, was ich euch dann noch gezeigt habe, jetzt am Anfang des Videos oder euch noch zeigen werde, ich weiß noch nicht, kommt drauf an, wie ich das hier schneide. Und zwar, ich habe so einen tollen Creator-Stick gekriegt, der ist vom Dom von den Bayerischen Freaks, da mache ich euch auch einen Link unten rein oder hier, ich weiß nicht, wie ich es hinkriege. Das sind die Jungs, wo wir bei Tube Munich immer abhängen, wenn wir uns so ungefähr einmal im Monat, wahrscheinlich ab nächstes Jahr treffen. Das war jetzt im letzten Herbst schon relativ intensiv, glaube ich. Da haben wir uns dreimal oder so gesehen. Oder gesamthaft getroffen. Organisiert wird das alles vom Steve Heng, von dem Münchner YouTube Ambassador. Das heißt, der ist von YouTube engagiert, um hier die Community ein bisschen zusammenzuhalten. Und da treffen wir uns so ungefähr einmal im Monat. Ja, vom Steve Heng mache ich euch den Kanal auch rein. Also wenn ihr mal wissen wollt, wer da alles zusammenhält, mache ich entweder unten oder hier. Und wen haben wir dann noch? Dann haben wir die Gamebuds, die ich das letzte Mal kennengelernt habe. Das war auch ganz lustig. Und wem ich öfters bei den Livestreams zuschaue, ist der EHIO. Aber das geht dann immer relativ lang. Wenn man Urlaub hat, dann funktioniert das. Aber sonst, irgendwie, der hat einen Livestream mal bis 1 Uhr in der Nacht gemacht. Und da sind dann alle relativ lustige Leute auch dabei. Und ich habe das Ding das letzte Mal sogar ein bisschen missbraucht und da alle ausgefragt, was ein 3D-Drucker sie haben und was ihnen denn da am besten gefällt, weil do-it-yourself und so weiter. Irgendwann wünsche ich mir, gönne ich mir, möchte ich mal einen 3D-Drucker haben. Vielleicht habt ihr aber auch einen. Wenn ihr einen habt und schaut das Video gerade und ihr seid zufrieden, dann sagt mir doch einfach mal Bescheid. Gut, ich glaube, das war es jetzt auch schon für dieses Video. Ich wünsche euch ganz, ganz frohe Weihnachten. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt, dass ihr den Jahreswechsel Silvester schön gut feiern könnt. Und dass ihr mir natürlich nächstes Jahr weiter treu bleibt, dass euch meine Inhalte weiterhin gefallen. Gut, das kann ich mir nur wünschen. Ich mache ja eigentlich fast alles. Ich finde, es gibt so viele Kleinigkeiten, ja, wo ich dann einfach ein Filmchen drehe. Sind vielleicht manchmal sagt ihr, ach, was macht er denn jetzt schon wieder? Aber naja, ich finde, das sind so die Kleinigkeiten, so einfach, wo ich denke, hey, da kannst du ein Video dazu machen. Das weiß vielleicht der eine oder andere noch nicht. Oder wir machen mal richtig große Videos mit meiner Steinwand hier hinten. Das Video ging auch relativ gut ab oder die abgehängte Decke. Ich mache euch die ganzen Links mal unten rein, falls ihr neu seid und dieses Video von mir noch nicht kennt. Aber da haben echt ganz, ganz viele Leute gesagt, boah, cool, oder die wollen das selber auch machen. War ganz, ganz viel Arbeit, muss ich zugeben, aber hat auch jede Menge Spaß gemacht. Und das ist das, was ich auf meinem Kanal ja immer so, oder mit meinem Kanal zeigen will, wo ich damals angefangen habe. Was kann man alles selber machen? Und zwar, ihr könnt alle, sage ich jetzt mal, bestimmte Sachen selber machen. Auch wenn man im ersten Moment vielleicht noch nicht so überzeugt ist. Gut, ich würde sagen, für die Steinwand, da braucht ihr schon ein bisschen handwerkliche Erfahrung, ein bisschen Geschick, ja, sage ich mal. Aber eigentlich, wo ein Wille ist, ist meist auch ein Weg. Gut, Astronaut werde ich jetzt keiner mehr werden, egal wie groß der Wille ist. Ja. Es gibt irgendwo schon noch Grenzen. Aber ich sag mal, ja, man kann ziemlich vieles selber machen, wenn man nur genau weiß, wie. Ja, weil meistens ist der Trick zu wissen, wie die ganze Sache funktioniert. Wenn man dann weiß, wie, dann traut man sich drüber und macht das Ding einfach. Gut, in diesem Sinne nochmal frohe Weihnachten für euch, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ihr seht jetzt noch 2 Videos, glaube ich, dieses Jahr von mir. Es sind noch 2 Freitage. Und dann eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal und bis ins nächste Jahr.